Pfarrkirche von Migiano ist dem Schutzpatron der Stadt, Heiligem Vinzenz, gewidmet. Das ursprüngliche Gebäude, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert. Heute scheint die Fassade schlicht und schmucklos. Die drei Eingänge und die drei Nischen behalten die Statuen der heiligen Apostel Peter und Paul und das Bildnis heiligen Vinzenz auf dem Haupteingang auf. Das vor kurzem restaurierte Gebäude hat im Inneren ein weites Kirchenschiff, das von den Kapellen und dem Seitenaltär umrahmt ist. Bemerkenswert ist das Gemälde vom Jahr 1616, das vermutlich von dem Maler aus Nardò Antonio Donato d'Orlando bemalt wurde. Die Szene zeigt in der Mitte der heilige Schutzpatron Vinzenz, während er vom Himmel den heiligen Schein und die Palme bekommt. Unten auf den Seiten werden einige hagiografische Ereignisse, wie zum Beispiel das Martyrium, auf dem Gitter dargestellt. Am Fuße der Gemälde befindet sich die Statue des Heiligen, die von der Nische mit dem Wappen des Universitas von Migiano gestützt ist. Es stellt das Komphanon der Gemeinde dar, ein Apfelbaum. Die Rokoko-Dekorationen und die wertvollen farbigen Ornamente aus Stuck zeigen sich auf dem Altar der Jungfrau vom Berge Carmel. In der Mitte des Gemäldes wird die Madonna mit dem Kind dargestellt, während sie das Kapulier den Seelen im Fegefeuer anbietet. Oben in dem gewundenen Gesims enthalten, zeigt sich ein Gemälde heiligen Oronzo, der laut der Tradition der erste Bischof von Lecce war. Wenige Meter von der Pfarrkirche entfernt ist die charakteristische Grotte der Umarmung, die heute Sitz des Museums von Migiano ist. Hier findet man Funde, Manufakturen und liturgische Habite, die die Geschichte der Pfarrkirche von Migiano erzählen.